Heute ist Fjord in Kairo. Der Mr. Bird möchte dahin. Ich gehe mit. Scheint aber sehr ausverkauft zu sein. Also Abendkasse, wenn man noch Glück hat. Und dann wird es sehr voll. Deswegen nehme ich minimalstes Equipment mit. Hoff, ich kann trotzdem ein paar interessante Impressionen für euch einfangen. Hey, also ohne Flachs. Freunde, ohne Flachs, ohne meinen Pixie-Handgriff. Ah ja, hier. Seht ihr's? Krasse Fuck-Fick-Fuck-Motivationstafel mit. Da kann man Variable, kann man, weil es ist ja. Okay, wie lange wohne ich hier? Da kann man, weil das ist ja eine Tafel und da kann man mit Kreide, wenn man die richtige Kreide nimmt. Ihr kennt jemand, der hat aus geistiger Umnachtung Specksteinkreide genommen und mit der kann man zwar drauf rummalen, aber die geht dann ganz schlecht wieder weg. Oh, ich war gerade und ich habe mir einen Kaffee mitgenommen. Das heißt, ich muss dann noch ungefähr 380.000 Mal. Oh, Mitzi, I'm the devil, I love metal. Los geht's. Es hieß noch 18 frei. Und also da vor mir sind auf jeden Fall 5 Autos reingefahren, aber auf dem nächsten Schild stand nur frei. Ah, da muss man dann hier ganz schön suchen. Eieiei. Nur weil ich jemand rausgelassen habe, hat er dann sich den letzten Parkplatz geschnappt. Das war jetzt knifflig, Freunde, weil hier denkt man wegen dem Schild da, dass man da nicht parken darf. Da steht nur dienstags, dass man da nicht parken darf. Da. Ein lauschiges Plätzchen, wo ich mal privat sein kann. Ich glaube, da drüben an der Ampel sehen wir den Mr. Bird, wie erwartet, auf ein Laufsignal. Dann. Aha! Da. Da oben ist wieder die Weinzombiebrücke. Oh! Dann. Also trotzdem ist der da irgendwann stoppt. Ja. Zu Hause. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt dann heute um 6 Uhr noch eine Karte kaufen kannst für ein Konzert, was um 8 Uhr ist. Wieso? So. I'm not afraid to die.
Wir darüber gestern noch geredet haben und mich gleich alle auslachen werden. Dementsprechend Würzburg, es tut mir leid, Würzburg. Yeah.
Ja, Freunde, das war Fjord. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und er war halt mal was anderes. Okay, war jetzt schon öfter mal was anderes. Ja, auf jeden Fall, so wird es jetzt weitergehen. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben hinterlasst. Oder auch Kommentare. Kommentare wären auch voll cool. So, hey, du blöder und du, oh, und du, und du musst zwischen den Zeilen lesen. Ja, ich gehe zum Parkautomat. Da kaufe ich, zahle ich das Ticket und dann fahre, da jetzt ist der Haufen Platz. Automobil. Und der Stefan hat mir auch ein Päckchen mitgebracht. Wollen wir es mal zusammen auspacken? Und wir sehen, auch er verwendet die gute, wabenstrukturierte Alufolie. Ah, die doppelte Linksrollung hat er verwendet. Mmh, guter Stoff. Yeah, der gute. Oh, meine Hand ist...